die Digitalisierung der Lehre, elektrifiziert oder elektrisierend. Wenn wir einfach mal von vorne anfangen, sozusagen, was sieht man denn in der Breite? Digitalisierung an den Hochschulen, was sehen wir denn aktuell? Es fängt an, PowerPoint statt Overhead-Folien, obwohl in unserem Neubau, muss ich gestehen, in unserem Neubau kann ich sehr viel kiebitzen sozusagen, weil es schön viel Glasflächen sind, was andere Leute machen. Man sieht doch verdächtig viel Overhead-Folien noch. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Aber der Trend scheint PowerPoint zu sein. Wobei, ich habe hier schon in Rot daneben geschrieben, es ist nicht unkritisch. Kann ich die allgemeine Relativitätstheorie in Bullet Points erklären? Kann ich irgendwas Komplexes, Soziologisches mit Bullet Points erklären, Spiegelstrichen erklären? Schwierig, schwierig. Man braucht wahrscheinlich ganz viele Animationen und dann sitzt man Stunden dabei, das zusammenzuklicken. Stichwort PowerPointlessness. Kann man komplexe Gedanken tatsächlich in dieser Form aufbereiten? Wahrscheinlich nicht. Also insofern hat dieses Medium PowerPoint ganz viele Tücken, gerade im Hochschulumfeld. Die Skripte als PDFs, wir haben eben schon darüber gesprochen, Sie haben auch Elias. Was macht man mit Elias? Natürlich im Zweifelsfall nicht gemeinsame Glossare oder gemeinsame Foren, sondern man lädt erstmal PDFs hoch. Die PowerPoints, die man gezeigt hat, die lädt man hoch als Skripte auf Elias. Slidomens, wie die dann auch gerne heißen, so ein Twitter aus Slides, Folien und Document. Slides, die vollgeklatscht sind mit ganzen Texten, Absatz um Absatz, mit kompletten Literaturangaben und wie auch immer, die man überhaupt nicht mehr als Folien zur Präsentation verwenden kann, sondern die man eigentlich nur noch als Texte lesen kann. Dazu führt das dann ja typischerweise. Und gerade hier geistert ja dieser Tage wieder durch die Presse, Urheberrechtsgesetz, § 52a, jedes Jahresende dasselbe Drama, wird jetzt nun die VG-Wort das Formular haben, mit dem wir jedes Zitat einzeln melden müssen oder nicht. Es sieht gerade ja danach aus, als ob wir wieder ein Jahr weiter uns durchhangeln können, ohne jede Quelle einzeln angeben zu müssen bei der VG-Wort. Sickerte ja gestern durch von der KMK. Die Vorlesungsauszeichnungen, was wir hier jetzt ja auch gerade betreiben, sind eigentlich Standard geworden, wenn man ein bisschen die Technik im Griff hat, ist das eigentlich klar, dass man das hinkriegt. Die Frage kam eben schon, Anwesenheit, wenn Sie sich die Studien dazu angucken, bleiben jetzt alle Studentinnen und Studenten weg, weil es gibt die Vorlesung aufgezeichnet. Was man in den Studien in der Breite liest, der Effekt ist nicht signifikant. Andererseits habe ich, das merke ich, wenn ich Fortbildungen gebe, dass dann doch schon Kolleginnen und Kollegen ankommen und sagen, bei mir ist keiner mehr erschienen. Also die Frage ist, was passiert in der Wirklichkeit und was passiert in den Studien, was wird dann tatsächlich im Peer Review mit Signifikanz 0,05 oder was auch immer durchgebracht und was sieht man wirklich? Ist nicht ganz geklärt, denke ich, das Thema Anwesenheit dann. Wie wirken sich Vorlesungsaufzeichnungen aus? Was ich selbst merke, Prokrastination und Bulimie, auch bei meinen eigenen Aufzeichnungen, dass die Studentinnen und Studenten dann sagen, okay, eine Woche vor der Prüfung gucke ich mir das alles an. YouTube kann man auf 200% stellen. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das, was man haben will. Also da muss man vorsichtig sein. Man muss irgendwas noch einbauen, damit das nicht erst eine Woche vor der Prüfung stattfindet. Das Lernen, in Anführungszeichen, dann ja nur noch Lernen. Barrierefreiheit ist ein dickes Thema, was wir alle großflächig ignorieren. EdX, die eine MOOC-Plattform, ist jüngst damit schwer auf die Nase gefallen, hat eine einstiegige Klage gekriegt. Seitdem verlangen die, dass alles mit Untertiteln gemacht wird. Wenn das kommen sollte, auch in Deutschland, dass wir alle Vorlesungsaufzeichnungen mit Untertiteln machen, dann gute Nacht, kann ich nur sagen. Oder es denkt sich ganz schnell Google aus, wie man die Spracherkennung vernünftig machen kann. Elektronische Tafel. Man denkt bei elektronischen Tafeln immer an die Interactive Whiteboards, IWB, in der Schule. Das ist für den Hochschulbetrieb natürlich eher komisch, wenn Sie da so 2 Meter Breite haben oder sowas, stehen vor 100 Leuten, das kann kein Mensch erkennen und man stellt sich auch nicht mit 5 Leuten typischerweise vorne hin. Man nimmt an der Hochschule, denke ich, schlicht und ergreifend ein Tablet und projiziert das mit dem Beamer. Das ist, was ich seit 5 Jahren mache. Dann hat man auch eine elektronische Tafel mit allen Vorteilen, die dann die Elektronik bietet. Was ich bei meinen Studentinnen und Studenten mehr und mehr sehe, ist, dass die mit Tablets ankommen statt mit College-Blöcken, dass auf Tablets mitgeschrieben wird, Veranstaltungsnotizen auf Tablets gemacht werden. Im Prinzip eine gute Idee, weil man kann das besser archivieren, man kann es schneller durchsuchen, man muss nicht 1000 Sachen mitnehmen, hat alles zusammen. Aber Sie haben auf demselben Gerät Facebook, auf demselben Gerät ist WhatsApp. Das ist schon gefährlich, da nicht doch einmal gerade zur Seite zu wischen und doch nochmal die Seiten zu checken. Und Sperenzchen, das merke ich, wenn ich Aufgaben stelle.
Ich stelle relativ viel Aufgaben zwischendurch, dass dann doch Studentinnen und Studenten dabei sind, ganz saubere Kreise zu machen. Und das muss jetzt in Blau und das muss jetzt in Grün und so weiter. Das ist doch alles egal. Es kommt darauf an, was man sagt. Und nicht auf die ganzen grafischen Feinheiten. Also man kann sich damit unwahrscheinlich ablenken mit diesen Geräten. Und letzter Punkt hatten wir heute, ja, haben wir heute auch auf dem Programm, die elektronischen Prüfungen. Thema Multiple Choice kam auch schon. Bei den Medizinern ist das ja seit Jahren so. Die Mediziner machen vor der Klausur, vor der Prüfung soll ich dann vielleicht eher sagen, üben die... Super. Vor der Klausur üben die Mediziner ein paar Monate lang das in Anführungszeichen Kreuzen. Wie setzt man das richtige Kreuz an die richtige Stelle? Übt man dann eigentlich das Kreuzen in Anführungszeichen oder übt man die Medizinkenntnisse, die Medizinfähigkeiten? Da muss man sehr vorsichtig sein. Stichwort Kompetenzorientierung. Ich bin kein Fan von dem Wort Kompetenzorientierung, weil in Nordrhein-Westfalen und anderswo haben wir in den Abiturklausuren kompetenzorientierte Mathematikaufgaben, die alles andere als kompetenzorientiert sind. Die sind ziemlich fadenscheinig. Aber auf jeden Fall muss da was passieren. Man kann jetzt nicht einfach naive Multiple-Choice-Fragen stellen. Das wird nicht funktionieren, wenn es um Hochschulbildung geht. So sieht die Digitalisierung in der Breite aus. Mal gucken, was so passiert in Deutschland. Und dann frage ich mich eben, ist das elektrifiziert oder ist das elektrisierend? Und eher ist es elektrifiziert offensichtlich. Man nimmt das, was offensichtlich funktioniert und macht es elektrisch, elektronisch. Aber es ist nicht jetzt, was einen vom Hocker reißt. Es ist kein Durchbruch an der Stelle. Kann man mit der Digitalisierung jetzt auch irgendwas wirklich Neues bringen, statt sozusagen schnellere Pferde zu satteln? Kann man es elektrisieren? Und das ist eigentlich erstaunlich, weil was wir erleben im vergangenen Jahrzehnt ist eine, in Anführungszeichen, digitale Revolution nach der nächsten. Wo ist das Problem, dass das nicht in die Hochschule durchschlägt? Ich habe mal so ein paar Stichwörter zusammengesucht, die mir als wesentlich da aufgefallen sind. Wo hat die Digitalisierung drastisch etwas verändert? Und dann wollte ich jeweils mal gucken, wie klappt denn das mit der Bildung? Was ist da der Unterschied zu dem, was sonst passiert? Oder wo sehen wir auch diese Ansätze tatsächlich in der Bildung? Insbesondere eben bei Videos und bei Prüfungen. Alles sofort und billig. Ich habe eine alte CD aus dem Keller geholt, 36,95 Euro. Das kann man sich heute einfach nicht mehr vorstellen. Ein Plattenladen um die Ecke kann man sich heute nicht mehr vorstellen, außer wirklich so ganz rar und teuer, richtig Vinyl noch gepresst, aber ein CD-Laden um die Ecke kann man sich nicht mehr vorstellen. Reisebüros. Ich gucke immer mal, wenn ich durch die Orte fahre, wo gibt es überhaupt noch Reisebüros? Sie sind praktisch verschwunden. Ohne Internet wären die Billigflieger nicht denkbar. Das ist definitiv eine gravierende Änderung. Billigflieger ohne Internet gäbe es nicht. Wie macht man das? Wie kann das überhaupt funktionieren? Das eine ist, Sie haben rein rechnergestützte Angebote. Dann können Sie das wunderschön skalieren und es kostet sozusagen nichts. Aber was wir auch sehen, gerade in der Bildung, wenn es um Betreuung geht oder um Aufgaben nachgucken, Hausarbeiten nachgucken, dann braucht man Menschen. Die Frage ist, wie wird denn das trotzdem gemacht? Wie kriegt man ein alles sofort Billigangebot hin und es sind Menschen am Arbeiten an der Stelle? Das ist schon schwierig. Das erste wäre, am Fließband zu arbeiten. Das ist eine Veröffentlichung jetzt aus diesem Jahr von der WIST. Da geht es um Benutzeroberflächen, Bedienoberflächen. Wie kann ein Tutor ein Dutzend Tutanten, wie soll man das sonst nennen, ein Dutzend Lehrende gleichzeitig beaufsichtigen? Das heißt, Code-Optiken, ich sage Ihnen Panoptiken was, das Gefängnis mit einem Wärter, der 1000 Insassen bewacht, das ist dasselbe sozusagen für Tutoren. Ein Tutor bewacht nicht 1000, aber zumindest ein Dutzend wahrscheinlich Lehrende, ein Dutzend Lernende. Kann man sich überlegen, will man das machen, ist eine andere Frage. Vor allen Dingen stelle ich mir vor, wenn ich das als Tutor 8 Stunden gemacht habe, dann bin ich, glaube ich, echt fertig mit den Nerven. Ich weiß nicht, ob ich das machen wollen würde, aber es wird überlegt, dass man auf diese Weise Tutoren skalieren kann. Fließbandarbeit, Offshore, das ist in den USA gang und gäbe inzwischen. Man schickt Hausarbeiten nach Indien, wo sie dann korrigiert werden. Das ist mit Deutsch als deutscher Sprache natürlich nicht ganz so einfach. Für die Amerikaner geht das. Offshoring.
Das ist billig. Prekarisierung, die Crowdworker, die dann zum Beispiel bei Amazon, beim Mechanical Turk irgendwelche Klicks setzen für ein paar Cents und dann gucken, was ist die nächste Aufgabe, dann dürfen sie irgendwo wieder ein paar Klicks setzen für die nächsten Cents. Unbezahlte Menschen, querfinanzierte Arbeit, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Also es gibt Mittel und Wege, die Frage ist, wollen wir diese Wege beschreiten? In den meisten Fällen wahrscheinlich nicht. Aber wenn Sie sehen, dass Bildung super billig angeboten wird, alles sofort und billig, steckt da öfters auch sowas dahinter. Udacity hat ja diese Nano-Degrees. Udacity hat angefangen mit den MOOCs. Ich habe ja 2012 ein MOOC produziert bei Udacity. Damit haben die angefangen. Jetzt sind die ja eher auf der Berufsausbildungsschiene, dass man ganz konkret anbietet, hier lernt ihr Android programmieren, hier lernt ihr was für Big Data-Analyse und solche Sachen. In Zusammenarbeit mit Firmen. Mit Betreuung, für die man dann, glaube ich, $200 im Monat bezahlen muss. Die müssen auch dann diese Betreuung irgendwie gewährleisten und wie man hier lesen kann, dann gibt es also eine automatische Verteilung. Die Aufgaben werden automatisch im Netz verteilt. Das ist ziemlich wie Crowdworking, wie das Amazon Mechanical Turk machen würde, nur derzeit noch mit anderen Tarifen. Dass hier jetzt Leute, die das nachgucken, die Aufgaben nachgucken, dass sie also anscheinend $10.000 pro Monat kriegen. Ich frage mich, wie lange das so noch machbar ist. Udacity kann Millionen, insbesondere auch von Bertelsmann nebenbei, Millionen verbraten an Investitionskapital. Eine reguläre Hochschule wird dieses Kapital nicht haben. Irgendwann werden diese Tarife runtergehen. $10.000 im Monat wird sich nicht halten lassen. Es geht dann weiter, nachdem man alles gratis, nicht alles, nachdem man alles schnell und billig gemacht hat. Gratis, auch gratis ist etwas, das wirklich nur mit dem Internet vorstellbar ist. Das, Sie können sich nicht vorstellen, dass Sie zum Bäcker an der Ecke gehen und sagen, ich nehme jetzt mal das Brot einfach mal so mit. Das wird, glaube ich, etwas Ärger geben. Im Internet ist das vorstellbar. Musik gratis, Tonnen an Musik gratis, Tonnen an Bildern gratis und das in hoher Qualität. Ich habe tatsächlich hin und wieder hier Jamendo einfach durchweg am Laufen. Die Musik hört sich nicht an, wie von Laien gemacht, Amateuren gemacht. Das ist professionell produzierte Musik. Genauso die Bilder da bei Pixabay. Wenn Sie irgendeinen Aufmacher suchen für eine Broschüre, Sie werden höchstwahrscheinlich fündig da. Das ist absolute Profiqualität. Für nichts, für gratis. Das ist nur im Internet machbar. Und dann ist natürlich der Gedanke, oh, wenn die das können, ja, dann müssen wir das mit der Bildung doch erst recht können. Die Open Educational Resources zum Beispiel fallen in die Ecke. Wenn jetzt sich Lehrerinnen und Lehrer hinsetzen und ein Biologie-Schulbuch schreiben, ist das sinnvoll? Sollten die Lehrerinnen und Lehrer nicht am Wochenende eigentlich ihren Unterricht vorbereiten oder Aufgaben nachgucken? Wie wird das eigentlich bezahlt, frage ich mich. Da muss man, denke ich, genauer nachgucken. Die MOOC-Produktion. Es musste ja vor 2 Jahren musste ja wirklich jeder seinen eigenen MOOC bauen, seinen eigenen massiven offenen Online-Kurs bauen. Und inzwischen gibt es ja die Katerstimmung. Malte Persicke von der Uni Mainz hat das dieser Tage auf der Campus Innovation sehr schön zusammengefasst. Ich kann den Vortrag sehr empfehlen, ist im Internet zu haben als Aufzeichnung, dass die MOOC-Produktion karrieregefährdend ist. Wenn man als akademischer oder im akademischen Mittelbau an einer Uni ist und fängt an, so einen Kurs zu produzieren, ist man eigentlich für ein Semester und er rechnet es nach eigentlich auch für 3 Semester ausgebucht und hat nicht an seiner Forschung gearbeitet, hat nichts publiziert und so weiter, damit ist die Karriere im Eimer. Das kann man sich gar nicht leisten eigentlich, so einen offenen Online-Kurs zu produzieren, der dann gratis rausgeht. Irgendwie müsste das richtig bezahlt werden. Und gratis heißt auch immer, irgendwer zahlt, aber eigentlich wer zahlt, womit und wofür. Das Übliche, wir zahlen mit unseren Daten, aber auch gerade wenn es um diese massiven offenen Online-Kurse geht, da geht es darum, dass man Akteure in den USA aufbaut, dass sie eine Wahnsinnsmarktmacht bekommen. Coursera, der größte Anbieter von diesen Kursen, edX genauso, die nennen sich zwar offiziell nicht kommerziell, aber es geht um zig Millionen an der Stelle. Die bauen so einen zweiseitigen Markt auf. Es gibt die Hochschulen auf der einen Seite, die dann verhandeln mit diesen Anbietern
und Geld dafür bezahlen, auf diese Plattform zu dürfen. Und es gibt das Publikum, die Studentinnen und Studenten, die dann erstmal scheinbar gratis diese Kurse nutzen können. Aber zum Schluss möchte man dann ja doch für die Prüfungen Geld haben oder man möchte für Betreuung Geld haben. Also wenn man die Werbung sieht, gratis, immer Vorsicht. In den Ministerien kommt das gerne falsch an. Und jüngst kam es auch in einer nordrhein-westfälischen Landtagsfraktion endlich mal an das Thema MOOCs. Es ist nicht gratis, das lässt sich nicht machen gratis. Irgendwo ist der Pferdefuß. Wenn die Leute sagen, es ist doch alles gratis im Netz zu haben, wir müssen doch nur unseren Studentinnen und Studenten beibringen, wo sie es finden im Netz. Nein, es ist nicht alles gratis im Netz zu haben. Wenn Sie was suchen aus Jura, aus Medizin, wenn Sie DIN-Normen suchen, wenn Sie VDE-Richtlinien suchen, alles Bessere an Fachzeitschriften, Steuerberatung, Abituraufgaben, nordrhein-westfälische Abituraufgaben sind nicht frei zu haben. Es gibt so viele Sachen, die einfach nicht frei im Netz zu haben sind. Also vorsichtig mit der Behauptung, es steht doch alles im Netz. Nein, steht nicht alles im Netz. Man ist immer wieder überrascht, was nicht im Netz steht. Jeder kann gratis im Netz lernen. Diese Idee der Demokratisierung der Bildung. Wir müssen doch einfach nur unsere ganzen Inhalte ins Netz kippen und dann haben wir die Welt gerettet. Auch da gab es jüngst wieder zwei neue Studien. Funktioniert nicht. Man braucht Betreuung, man braucht die Vorkenntnisse, die Lernerinnen und Lerner, wie es so schön heißt, brauchen Anleitung an der Stelle. Die müssen überhaupt erstmal an die Stelle kommen, wo sie diese Materialien nutzen können, die andere ins Netz gekippt haben. Und dann, also Uber hatte ich eben schon mal stehen bei Udacity. Uber ist der virtuelle Taxibetrieb. Das wird Ihnen wahrscheinlich eher was sagen, dass sich jeder anmelden kann als Freizeit-Taxifahrer und dann Aufträge kriegt per Smartphone. Airbnb, dass sich jeder anmelden kann als Privathotelier und irgendwelche Gäste kriegt über die App. Das wird verkauft als Sharing Economy. Das hört sich so an erstmal wie offen und frei. Ist es aber beim besten Willen nicht. Das ist Prekarisierung. Dann gibt es dann eben die Fahrer, die einfach an der Straße sitzen und warten, dass ihnen Uber endlich den nächsten Auftrag zuspielt. Die kriegen nicht mehr das normale Taxifahrergehalt, was schon wenig genug ist, sondern die kriegen wirklich dann nur noch die Bezahlung als pro Auftrag dann, als Pseudounternehmer. Also Vorsicht mit dem Begriff Sharing Economy, der wird sehr gerne irreführend verwendet. Die virtuellen Welten. Google Cardboard ist definitiv, das ist der Pappkarton da, Google Cardboard ist definitiv eine Umwälzung. Man nimmt einfach sein Smartphone, packt das Smartphone in die Pappkiste, hält sich die Pappkiste vor die Augen oder bindet sich die Pappkiste vor die Augen und kann damit durch virtuelle Welten spazieren. Das war bisher eine Geschichte, für die man das Zehnfache hat bezahlen müssen und hat wahrscheinlich nicht mal diese Qualität gehabt. Virtual Reality, Augmented Reality, dass man Bilder aus der wahren Welt nimmt und zum Beispiel das Handy dann in die wahre Welt hält und sieht dann auf dem Handy Beschriftungen oder ich halte das auf eine Maschine und sehe dann, das ist dieses Teil, das ist dieses Teil, hier müsste man mal nachstellen. Solche Geschichten, das wäre Augmented Reality. Simulation, virtuelle Labore werden ja, insbesondere ja hier im Süden Deutschlands, auch viel beforscht. Kann man ein Labor einmal physisch aufbauen und das per Internet fernsteuern lassen? All das ist ein extremer Produktionsaufwand, noch diese Virtual Reality Geschichten, Google Cardboard, werden immer einfacher zu produzieren. Da gibt es sehr nette Plattformen, mit denen man das bauen kann, aber es ist trotzdem nur noch extrem aufwendig. Und vor allen Dingen, wenn die Studentinnen und Studenten diese Anwendung dann sehen, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wir spazieren mal durch das Innere des Maschinenhauses einer Windturbine, würde ich so gerne mal machen, aber dann bin ich ein Jahr beschäftigt mit der Produktion. Wenn die Studenten und Studentinnen das sehen und das vergleichen mit den Spielen, die sie kennen auf dem PC, dann sind sie wahrscheinlich dann auch ganz abgeturnt von dem, was man ihnen da bietet. Ist schwierig. Andererseits gibt es so relativ simple Geschichten. Der Schaltungssimulator von edX, der ist frei zu haben, Open Source. Der Schaltungssimulator von edX, wenn Sie sich vorstellen, den in der Prüfung zu haben für Elektrotechnik. Hier ist eine Schaltung, aber eines der Bauteile ist kaputt. Was tun Sie, um herauszufinden, welches der Bauteile kaputt ist? Das kriegen Sie mit einer Bleistift- und Papierklausur nicht hin. Aber hier könnte man jetzt tatsächlich
Und ich könnte, kann man tatsächlich Messungen veranstalten, Oszilloskop sozusagen anschließen und ähnliche Geschichten. Könnte man in der Prüfung machen. Das sind also schon Möglichkeiten, die relativ schlank zu haben sind in einigen Fächern. Diese großen 3D-Virtual-Reality-Simulationen sind wahrscheinlich noch zu weit weg, aber Simulationen im beschränkten Rahmen kann man sich gut vorstellen. Sozial. Ich habe das extra in Anführungszeichen gesetzt, denn so sozial sind die Social Networks nicht. Man ist überrascht, was geht. Auf Facebook eine Frage gestellt und man kriegt einen Meter Diskussion darunter. Das geht in großen Gruppen. Und es geht über Grenzen hinweg. Das ist, was ich so auf YouTube sehe. Also es gibt sehr konkrete fachliche Fragen, manchmal auch sehr konkrete fachliche Anmerkungen zu Fehlern, die ich eingebaut habe. Es gibt auch so eine Korrektur dann auf diese Weise, anders als wenn Sie die Veranstaltung für sich behalten. Wenn man das in die weite Welt schickt, kommen tatsächlich dann auch Hinweise, das war wohl nicht ganz richtig. Oder dieses oder jenes hätte man so erklären müssen. Was hatte ich jüngst? Ich sage immer, bei der Schwerebeschleunigung der Erde 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Jüngst hat mich jemand in einem Kommentar drauf gebracht, ich sollte nicht sagen Meter pro Quadratsekunde, ich sollte sagen Newton pro Kilogramm. Wäre viel einfacher zu rechnen und viel einfacher zu verstehen. Seitdem mache ich Newton pro Kilogramm. Man kommt einfach auf Gedanken, indem man die Sachen ins Netz stellt und dann Rückmeldungen kriegt. Aber Sie sehen, andere Sachen sind dann doch, die Rechtschreibung lässt doch an einigen Stellen etwas zu wünschen übrig und die Ausdrucksweise lässt auch zu wünschen übrig. Das ist eben, man schreibt so, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und das sind natürlich alles anonyme Postings, gerade auf YouTube. Google wollte eigentlich mal dafür sorgen, dass alle mit Klarnamen da erscheinen. Das sind alles praktisch anonyme, also pseudonyme Postings. Und dann wird natürlich alles Mögliche geschrieben. Das ist dann wirklich unter allen Grenzen dann teilweise. Ganz lustig fand ich das hier unten. Da hat also jemand offensichtlich nicht erkannt, wer ich eigentlich bin oder was ich eigentlich bin. Also man ist total ungehemmt dann an diesem Stellen. Diese Chance haben Sie normalerweise nicht, nicht? Diese Schülerin oder Schüler, keine Ahnung, ist ja alles mit Fantasienamen, diese Schülerin oder Schüler hätte mich sonst nie angesprochen, wenn das nicht auf diese Weise ginge. Wenn Sie große Gruppen haben im Netz, dann heißt das natürlich, Sie haben auch hoffentlich die kritische Masse. Das ist das Problem, wenn man so die normalen Veranstaltungsgrößen hat, an der Hochschule 100 Leute, vielleicht sogar nur 30 Leute, wenn Sie dann sagen, oh, wir machen mal ein Forum, da passiert einfach nichts auf dem Forum. Jemand postet was, es passiert nichts und die Person, die einmal gepostet hat, postet dann auch nicht wieder. Man braucht hinreichend große Gruppen, damit sowas in Gang kommt. Und das heißt, im Zweifelsfall muss man sogar auf Englisch arbeiten. Bei den massiven offenen Online-Kursen funktioniert das. Wenn Sie zigtausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, dann gibt es tatsächlich die 100, 200, 300, vielleicht 500 Leute, die auf dem Forum mitarbeiten und dann gibt es Leben im Forum. Das ist da möglich bei diesen massiven Zahlen. Bei meinen Studentinnen und Studenten, ich hoffe, das ist bei Ihnen nicht so, ist Englisch eine Sprachbarriere. Wir haben im dritten Semester fangen wir erst an mit Englisch, tatsächlich als Sprachunterricht nochmal ordentlich. Und das reicht einfach nicht, um da auf einen grünen Zweig zu kommen. Und das wäre auch nochmal ein Hinweis, Sprachen üben an der Stelle. Dann kann man nämlich an den Communities teilnehmen, die wirklich was bringen. Stack Exchange ist das zentrale, wie soll ich sagen, die zentrale Instanz. Stack Overflow für die Informatik, Stack Exchange ist die Mutterorganisation sozusagen. Wenn es um Mathematik geht, hier um theoretische Physik geht, wenn es um Gartenbau geht, zu allem gibt es irgendwelche Communities und die sind extrem aktiv und auch sehr fundiert, was die Antworten, auch was die Fragen angeht. Dazu muss man Englisch können und dazu muss man aber auch Communities haben, die groß genug sind, dass wirklich Leben da reinkommt, dass man binnen von 5 Minuten eine Antwort kriegt. Was uns diese Social Networks vorführen, ist Psychologie in Aktion, Gamification in Aktion, Random Rewards. Ich bleibe so lange vor Facebook sitzen oder vor YouTube sitzen, bis ich dann doch endlich irgendein niedliches Katzenvideo gefunden habe oder irgendwas Lustiges. Und zack ist die Nacht rum. Das kriegen die hin.
Das haben die wahnsinnig gut gemacht. Sozialer Druck, wenn alle in der Klasse auf Facebook sind und WhatsApp sind, aber ich bin nicht da, keine Chance, ich muss da hin. Das kriegen diese Netzwerke wunderbar, in Anführungszeichen, wunderbar hin. Suchtverhalten zu erzeugen. Ich muss jede Viertelstunde gucken, ob jetzt auf Facebook oder WhatsApp irgendwas passiert ist. Auch das kriegen die in Anführungszeichen wunderbar hin. Gamification und andere psychologische Tricks, die wir in der Hochschule vielleicht gerne machen würden, aber irgendwie nicht hinkriegen können. Vielleicht, weil unser Anspruch auch ein deutlich höherer ist, als dass einfach nur jede Viertelstunde einmal aufs Handy geguckt wird. Anderer Punkt neben diesen Psychotricks ist, dass man sieht auf den sozialen Netzwerken, wer hat Erfolg, wer ist beliebt, wer hat keinen Erfolg, wer ist nicht beliebt. Als Lerner und als Lehrer. Und ich glaube zum Beispiel, dass ich an meiner eigenen Institution extrem abschreckend wirke. Es wird sich keiner trauen, irgendwas auf YouTube zu stellen, weil es kann nur peinlich aussehen im Verhältnis. Auch da muss man vorsichtig sein, dass dieser Vergleich nach hinten losgehen kann. Dieser Vergleich kann anspornen, dass Leute sagen, jetzt will ich es denen aber zeigen. Der Vergleich kann aber auch dazu führen, dass die einerseits Studentinnen und Studenten, andererseits aber auch Lehrende sagen, da fange ich gar nicht erst mit an. Und wenn Sie glauben, Sie hätten eine Chance, sich davor zu verweigern, nicht auf Facebook zu gehen, nicht auf Twitter zu gehen, Sie haben gar keine Chance. Wahrscheinlich sind Sie schon längst da, Sie wissen es nur noch nicht. Ich bin auf Facebook gegangen, weil es zwei Gruppen gab mit meinem Namen und ich das irgendwie eindämmen musste. Und dann kommt Facebook selbst noch und richtet einfach eine Seite ein. Facebook nimmt einfach die Seiten aus Wikipedia und richtet Facebook-Seiten ein, ganz dreist. Ich habe schon tausendmal gesagt, das kann man offiziell auch anmerken, habe ich schon dutzendmal angemerkt, bitte diese Seite verlinken mit meiner offiziellen Seite, irgendwie kriegen die das nicht hin. Also wahrscheinlich sind sie schon längst auf Facebook, gucken Sie mal vorsichtig. Was Ähnliches ist Stefan Aust passiert auf Twitter, der ist jüngst bei Twitter, um zu verhindern, dass andere Leute in seinem Namen posten. Das Internet macht niemanden, sozusagen einen Niemand, oder kann einen Niemand zum Star für 15 Minuten machen. Ganz im Sinne hier von Andy Warhol. Also wenn Sie sich angucken, diese Reichweite von den Videos, oder selbst mein Video zu den Maxwell-Gleichungen hat auch irgendwie zigtausend Views. Man ist erstaunt, wie viele Leute man erreichen kann. Das hat sehr viele Vorteile. An dieser Stelle, dass jeder tatsächlich mitmachen kann, sehr einfach mitmachen kann. Noch geht das ja. Sie erzeugen ein Video und laden es auf YouTube hoch und es ist für jeden auf der Welt sichtbar. Ich habe jeden in Fragezeichen gestellt, für jeden, außer man wohnt irgendwo auf dem Lande und hat kein DSL oder außer man wohnt in Afrika oder Bolivien. Ich habe jüngst eine Anfrage gekriegt, könnte ich mal meine Videos auf CD kopieren für Bolivien, weil an vielen Stellen der Welt gibt es keinen Hochgeschwindigkeitszugang zum Internet und dazu gehören auch so einige Stellen in Deutschland. Die simple Produktion, Sie nehmen irgendeine App für 1 Euro und können damit auf dem Tablet Lernvideos produzieren. Oder für den normalen PC gibt es sogar Freeware, was ich nutze, ist tatsächlich alles Gratis-Software, beziehungsweise inzwischen selbstgeschriebene Software, aber normalerweise war es dann einfach Gratis-Software. Das erlaubt solche Innovationen von unten, die Kahnstal-Videos. Die haben ja das Thema MOOC erst eigentlich ins Rampenlicht gebracht. Salman Khan wollte seine Nichten und Neffen, wenn ich mich recht erinnere, unterrichten und hat dann einfach ein bisschen was zusammengeschmiert auf ein Grafiktablett und das auf YouTube hochgeladen und damit eben ein Millionenpublikum aufgebaut. Inzwischen dürfen wir uns trauen, auch als Hochschullehrende, in diesem Stile Videos hochzuladen. Vorher hätte man sich einfach nicht getraut, so einen Krickelkram, Krakelkram zu machen. Natürlich ist das so ein Ding, wenn es einfach nur um die Beliebtheit geht, wie viele Klicks, wie viele Views, wie viele Likes hat denn so ein Video, hat so ein Posting. Wenn es einfach nur um Beliebtheit geht, heißt das noch nicht, dass dann was gelernt worden ist. Das sieht man an vielen Beispielen auf YouTube, wenn jemand so ein total billiges Rezept liefert für eine mathematische Angelegenheit, dann wird das total geliked. Super, endlich habe ich das Rezept, was ich in meiner Mathematikklausur einsetzen kann. Ich habe dann zwar nichts verstanden, aber ist ja auch egal, ich muss nur die Mathematikklausur bestehen. Also
Vorsicht, diese Lernillusionen. Ich sehe eine gute, geradlinige, was heißt gute, in Anführungszeichen, geradlinige Erklärung, die ich glaube, habe was verstanden, habe aber gar nichts verstanden, weil einfach nur die Erklärung zu glatt war. Dieses Publikumsvoting ist gefährlich. Wenn die Leute es mögen, heißt es nicht, dass es auch didaktisch gut ist, dass man was gelernt hat. Der letzte Punkt, Maschinenlernen und Big Data. Maschinenlernen ist ein schön zweideutiger Begriff in dieser Rubrik hier. Also ich meine hier jetzt das Maschinenlernen in dem Sinne Maschinen lernen, die Maschinen lernen. Nicht das Lernen mit Hilfe von Maschinen, sondern dass die Maschine lernt, der Computer lernt. Die klassische Idee von Machine Learning. Maschinenlernen. Simples Beispiel hier, wenn Sie Google Image Search bemühen, Sie laden irgendein Urlaubsfoto hoch auf Google und Google sagt Ihnen, ja, das ist das Belvedere in Wien. Der analysiert das Foto, vergleicht mit den Fotos, die die anderen Milliarden Benutzer hochgeladen haben und sieht dann, wo die einsortiert sind von den anderen und stellt dann fest, das muss wohl Wien gewesen sein. Das ist ein simples Beispiel für Machine Learning und Big Data auch. Google hat diese Milliarden an Fotos, wahrscheinlich dann eher sogar Billionen an Fotos, mit denen es vergleichen kann. Fotos im Kontext, wo dann auch noch beisteht, guckt mal, ich war letzte Woche in Wien und habe mir dieses oder jenes angeguckt. Das wäre eine einfache Art, in Anführungszeichen, eine einfache Art von Maschinenlernen, die jetzt auf Anhieb zu haben ist, gratis. Das muss ja auch irgendwelche Auswirkungen haben auf die Bildung, wenn das möglich ist. Das, was einem häufiger angeboten wird sozusagen oder was häufiger offeriert, was häufiger erwähnt wird, Bewertung von Texten. Könnten wir jetzt nicht endlich Hausaufgaben automatisch bewerten lassen, dass wir nicht diese 50 Texte selber lesen müssen, sondern dass der Rechner die 50 Texte liest und dann sagt, hier sind mir zu viele Wiederholungen drin oder das ist nicht stringent vom Ablauf oder dass das Thema ist verfehlt. Könnte man das nicht hinkriegen? Ich denke, davon sind wir noch weit entfernt. Diese Bildersuche ist noch eine ganz andere Nummer, als festzustellen, ob ein Aufsatz ordentlich strukturiert ist. Und vor allen Dingen, sobald wir in der Lage sind, das festzustellen, ob ein Aufsatz ordentlich strukturiert ist, dann müsste es eigentlich auch schon die Funktion in Word geben, um zu sagen, jetzt strukturier mal richtig. Also nicht nur die Rechtschreibung prüfen, sondern prüfe bitte mal meine Logik in diesem Aufsatz und solche Geschichten. Oder habe ich zu viele Füllsel drin, sind zu viele Passivsätze drin, das kann die Kiste ja sowieso. Könnte man tiefer gehen. Habe ich das Thema verfehlt oder nicht? Könnte doch Word dann auch selbst übernehmen. Insofern ist diese Prüfungsfunktion dann auch sicherlich so schnell wieder obsolet, wie sie eingeführt worden ist. Lernberatung ist etwas plausibler, wird an einigen Stellen schon gemacht. Du hast diese oder jene Kurse mit dieser Note bestanden, nicht bestanden. Wir empfehlen dir jetzt Folgendes zu machen. Aber auf jeden Fall hat man die perfekte Überwachung. Man weiß genau, was, wer, wann, wie getan hat und kann nachvollziehen über den Rest des Lebens, was das bedeutet hat. Das ist nicht ganz ungefährlich. Was an dieser Stelle häufig dann als, wir sagen, grandiose Neuerung gebracht wird, Adaptivität, personalisiertes Lernen. Wenn der Rechner uns in Anführungszeichen verstehen kann, ja, dann kann der doch jetzt auch die Rolle des perfekten Tutors, der perfekten Tutorin übernehmen, was man früher als Intelligent Tutoring Systems beforscht hat. Adaptivität. Was auf jeden Fall geht, denke ich, so ein Nutzermodell lernen. Man guckt sich an, diese Aufgabe hat funktioniert, diese Aufgabe hat nicht funktioniert, die Studentin, der Student ist anscheinend, hat Probleme mit Wurzeln, kann aber die Logarithmen und so weiter und so weiter. So ein Nutzermodell, das wird man aufbauen können, denke ich schon. Schwieriger wird es, wenn man jetzt Lernpfade anbieten will. Bei dieser Aufgabe hat es ein Problem gegeben. Was biete ich jetzt als nächste Lerneinheit an, das automatisch zu entscheiden? Man kann die, keine Ahnung, 3, 4 häufigsten Fälle sicherlich abfangen, indem man Big Data untersucht, gucken, was die Leute machen. Hier habe ich ein Beispiel jüngst gesehen, wo ich sagen würde, oh weia, das jetzt automatisch abzufangen ist ein Wahnsinn. Ich kann das Gleichungssystem 3a gleich 24, a plus b gleich 16 nicht lösen. B müsste A sein, aber A ist ja, B müsste 8 sein, aber A ist ja schon 8. Würden Sie das mit raffinierter Analyse von irgendwelchen Quizfragen rauskriegen, dass jemand da ein Missverständnis hat, dass zwei Zahlen auch gleich sein dürfen, A und B gleich sein dürfen?
ist die Frage, je nach Gebiet, wie viele Spezialfälle von dieser Art gibt es? Und daran, denke ich, wird die Automatik scheitern. Und die Königsdisziplin sozusagen, die dritte Disziplin, die Königsdisziplin, könnte man diese Lernpfade automatisch konstruieren? Und da sehe ich derzeit keine Chance, dass man feststellt, an dieser Stelle müsste jetzt eine ganz besondere Übung kommen für die Studentin, den Studenten, an der eine Übung, mit der Bruchrechnen verknubbelt wird, mit irgendeiner relevanten Aufgabenstellung aus folgendem Bereich oder so, könnte das automatisch konstruiert werden. Als Lehrender kann ich hingehen, mich daneben stellen und so eine Aufgabe aus dem Hemdsärmel schütteln. Könnte diese Maschine das machen? Denke ich, das ist total schwierig, insbesondere wenn Sie sehen, was dann so gemacht wird. Das ist hier für die Punktrichtungsform, hatte jemand jüngst mal veröffentlicht auf einem Blog, einer von den Herstellern von adaptiver Lernsoftware, für die Punktrichtungsform von Geraden. Das sind die manuell konstruierten Verzweigungen. Könnte jetzt eine Maschine diese ganzen Einheiten füllen? Ich denke derzeit nicht. Das ist extrem viel Handarbeit. Insofern wird es erstmal daran scheitern, dass ganz viel Handarbeit nötig ist. Für die Mathematik, die dann im Millionenformat verwendet wird, geht das vielleicht. Und für Veranstaltungen höherer Semester, denke ich, ist es derzeit aussichtslos, das zu machen, diese automatischen Fragen oder Erklärungen zu generieren oder auch das überhaupt per Hand zu generieren. Was ich viel spannender finde als das, was ich gerade gesagt habe, Sie sehen, das sind alles Sachen mit sehr vielen Pferdefüßen. Es gibt Revolutionen im Bereich der Digitalisierung, aber für die Bildung haben die alle ganz fürchterlich viele Pferdefüße. Was ich eher sehe, sind andere Folgen der Digitalisierung, die nicht so offensichtlich sind. Dass man selbstverständlich diese Frage stellt, warum muss man sich eigentlich im Hörsaal treffen zu einer Vorlesung? Die Veranstaltung ist aufgezeichnet oder wird aufgezeichnet, warum soll man jetzt überhaupt erscheinen dann noch? Geht es darum, Aufmerksamkeit zu trainieren? Geht es darum, motiviert zu werden? Das höre ich hin und wieder von Kolleginnen und Kollegen, dass man durch das Erscheinen bei einer sozusagen Rede mehr motiviert wird, als wenn man im Internet sich was anguckt. Sunk Cost, die versenkten Kosten, würde ich für plausibel halten. Man hat sich als Studentin, als Student bequemt, in die Veranstaltung zu gehen, da will man auch was davon haben. Wenn Sie sich das nur online angucken, dann klappen Sie den Rechner zu, wenn Sie gelangweilt sind, und dann ist auch Feierabend. Wenn Sie schon da sitzen in der Veranstaltung, dann wollen Sie hoffentlich mehr davon haben. Geht es darum, so eine Art Ehrerbietung? Die Professorin, der Professor könnte mich ja wiedererkennen und dann ist vielleicht gut, wenn ich mal so getan habe, als ob es mich interessiert. Konfrontation mit dem eigenen Unwissen auszuhalten, das merke ich gerade bei den Blended-Ansätzen in Inverted Classroom. Das muss man erstmal können, das muss man erstmal lernen, das als Studentin, als Student zu ertragen, dass man es noch nicht kann. Könnte das alles wichtig sein bei Vorlesungen, dass es gar nicht so sehr um den Stoff geht. Das stellt die Digitalisierung stellt diese Fragen plötzlich, weil die nackte Vorlesung, die kann ich im Netz haben. Gibt es was darüber hinausgeht? Genauso beim Lernen, will ich jetzt hier nicht ins Detail gehen, um ein bisschen schneller zu werden hier, wenn sowieso alles im Netz steht, was es nicht tut, wie gerade gesagt, aber wenn sowieso alles im Netz stünde, was soll ich mir das angucken? Ich kann es ja auch googeln. Es geht darum, dass ich Ausdauer beweise, indem ich etwas lerne, dass ich meinem späteren Arbeitgeber zeigen kann, oh ja, diese Person hat sich 3 Jahre, 4 Jahre mit irgendeiner Sache ausführlich beschäftigt. Das zeigt Ausdauer, zeigt gar nicht Fachkenntnis, aber zeigt Ausdauer. Oder dass ich nicht von Unknowns, das ist ein Lieblingsthema von mir, überrascht werde. Ich hatte das jüngst, Sie werden das hier wissen, im Süden Deutschlands, im Norden Deutschlands weiß man es anscheinend nicht so sehr. In Österreich werden die Klassen anders gezählt, die Schulklassen anders gezählt als in Deutschland. Und wenn man aus dem Norden Deutschlands kommt und hört was von der 7. Klasse, was Leute in Österreich in der 7. Klasse machen, und ist ganz überrascht, ja, das ist aber nicht die 7. Klasse wie in Deutschland. Aber da muss man erstmal drauf kommen, das ist so ein Unknown Unknowns. Das ist eine Geschichte, wenn ich die nie gehört habe, dass die 7. Klasse in Österreich nicht die 7. Klasse in Deutschland ist, dann komme ich da nicht drauf. Auch das ist wichtig, dafür gelernt zu haben. Man muss ein ganz großes Umfeld haben an Wissen, um eine Idee zu kriegen überhaupt, wo man überrascht werden könnte von Nichtwissen. Lehre wird sichtbar, indem Sie Lehre ins Netz stellen, wird sie sichtbar. Man hat mehr Nutzer, man kriegt mehr Rückmeldungen, habe ich eben schon gesagt, Fehlermeldungen, Anregungen. Man spürt auch eine gewisse Wertschätzung. Vor Ort ist das schwierig mit der Wertschätzung.
Man hat sozusagen Konsumentinnen und Konsumenten da sitzen und man erfährt eigentlich nie, dass jemand sagt, jetzt habe ich es endlich mal verstanden, Dankeschön. Wenn Sie es in die Welt senden, kriegen Sie solche Rückmeldungen. Und man wird auch Vorbild, das sehe ich insbesondere bei meinem MOOC, aber auch bei den Videos, dass Lehrer sagen, ich habe mir das angeguckt, wie Sie das machen und mache das jetzt auch so. Man wird plötzlich Vorbild. Und das heißt natürlich, man investiert wieder mehr. Das ist so eine Spirale, die dann losgeht. Ich sitze viel mehr Zeit dran, an der Vorbereitung, mir didaktische Konzepte zu überlegen, Erklärungen zu überlegen, als Videos zu schneiden oder so. Das ist ein Klacks Sache. Die Vorbereitung kostet extrem viel Zeit, weil man im Hinterkopf hat, was passiert, wenn ich Unsinn erzähle? Zum Schluss, was mir am wichtigsten ist bei der Digitalisierung, diese ganzen Revolutionen, denke ich, haben Sie gesehen, die sind alles schwierig. Das wird alles so nicht so gut funktionieren. Es geht darum, die gemeinsame Zeit besser zu nutzen. Das ist meine Moral. Man kann viel auslagern auf das Digitale. Hier zum Beispiel mit ist ein Projekt zusammen mit Studenten aus Saarbrücken, Capira, wo dann mitten in die Videos, sehr schlank produziert, Fragen eingeblendet werden. Das kann man alles wunderschön digital machen und dann hat man in der Präsenzzeit einfach Zeit, mit den Studentinnen und Studenten zu arbeiten. Die individuelle Betreuung, die Personalisierung, die der Technik dazugesprochen wird, die aber nicht gut funktioniert, da kann man individuelle Betreuung machen. Wenn man da mit den Studentinnen und Studenten zusammenarbeitet, liegen typischerweise keine Handys auf dem Tisch. Das wäre schon eher unverfroren dann. Man kann das Durchhaltevermögen trainieren, an dem scheitert es ja oft, gerade in den ersten Semestern, dass man wirklich sich mal eine halbe Stunde mit einer komplexen Aufgabe beschäftigt. Wenn ich erreichbar bin, ist das leichter, viel leichter, als wenn die halbe Stunde zu Hause zu machen ist. Und für mich selbst, eine Erdung würde ich das nennen, ich sehe immer wieder, das mit den Logarithmen ist ja doch schwieriger, als ich mir das vorstelle, oder das mit der linearen Näherung, ist auch nicht so ganz leicht. Da immer wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen, ist auch extrem hilfreich. Aber man muss im Hinterkopf behalten, Flipped Classroom, das ist dann ja Flipped Classroom, es gibt Videos, es gibt vielleicht Quizze für zu Hause oder unterwegs und in der Veranstaltungszeit wird gemeinsam gearbeitet. Auch Flipped Classroom ist nicht diese silberne Kugel. Man hat Studentinnen und Studenten, die zum Beispiel es einfach nicht ertragen, dass ich dann alle paar Tage sehe, dass das noch nicht so wirklich funktioniert. Die bleiben im Zweifelsfall zu Hause. Und es gibt Studentinnen und Studenten, die dann sagen, ja, die Videos, die stehen ja sowieso online, das gucke ich mir in den Semesterferien an und konzentriere mich auf die anderen Veranstaltungen. Alles, was man macht, hat immer Schattenseiten. Nicht, dass Sie jetzt glauben, das sei das allein Seligmachende. Vielen Dank.